Wolf von Gubbio. Brüder und Schwestern in Christus, die Lesungen dieses Sonntags sind ganz praktisch ausgerichtet. Vorige Wochen haben wir auch andere Dinge gehört, wer Jesus eigentlich ist, warum er der Sohn Gottes ist, was es für uns Menschen bedeutet. Heute geht es schon um etwas anderes. Jesus lehrt seine Jünger, wie sie als Gemeinschaft zu leben haben. Und wenn man sich das Evangelium anschaut, also diese Weisung, die dort gegeben ist, ist wirklich ganz nützlich. Und ich habe es auch in meinem Ordensleben immer so, also ich habe es so gelernt und versucht, es so zu machen, wenn man jemanden zurechtweisen möchte, zuerst in vier Augen, dann mit einem oder zwei, die dabei sind, und erst dann öffentlich machen. Das ist aus psychologischen Gründen nicht schlecht, und es ist auch wichtig, so zurechtzuweisen. Im Buch Ezechiel haben wir gehört, einen Teil des längeren Abschnitts, wo dem Ezechiel eigentlich von Gott eingegeben wird, was er zu tun hat. Als Prophet im Exil war er dazu berufen, also der Ezechiel, das Volk zurechtzuweisen, ihm den Weg zu zeigen, ihm das Wort Gottes auszulegen. Und man darf es nicht so verstehen, als ob der Prophet Ezechiel oder irgendein anderer der Propheten das Recht hätte, von sich selber aus jemanden zurechtzuweisen. Gott spricht zu ihm: Ich gebe dich dem Haus Israel als Wächter. Also Gott ist derjenige, der ihn einsetzt, und er darf nur dann auf irgendwelche Fehler hinweisen, wenn er den Auftrag von Gott bekommt. Es steht geschrieben weiter in diesem Satz: Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie vor mir warnen. Also ein Prophet, einer, der zurechtweist, in der Gemeinschaft der Glaubenden, tut es nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil Gott es ihm so eingibt. Das ist eine Mahnung an den Ezechiel, aber ich glaube, sie kann auch für uns heute nützlich sein. Weil wenn man das Evangelium sich anschaut, da entsteht die Frage: Wann darf ich überhaupt jemanden zurechtweisen? Ich sehe es bei manchen Christen, dass sie es nicht dulden können, wenn der andere, der Bruder oder die Schwester, nach seinem Empfinden fehlt, in irgendeiner Hinsicht. Dann fühlen sich manche dazu berufen, wie ein Prophet, den zurechtzuweisen, ihn zu stützen, ihm zu sagen, wo sein Platz ist. Und wenn Jesus heute seine Jünger lehrt, wie sie das tun sollen, gibt er eine Bedingung, wann das überhaupt geschehen darf. Und das ist die einzige Bedingung. Jesus sagt im ersten Satz: Wenn dein Bruder sündigt, dann kommt die Form der Zurechtweisung. Worum geht es hier? Also die Sünde im weitesten Sinne, und ich glaube im eigentlichen Sinne, ist die Trennung vom Leben, das uns Gott schenken will. Das kann man ganz einfach so erklären, und das ist auch, glaube ich, ziemlich richtig, so wie die Kirche das versteht. Die Sünde trennt mich von dem Leben, das Gott mir schenken will oder schon schenkt, je nachdem. Und deswegen, wenn du siehst, dein Bruder, deine Schwester verzichtet auf dieses Leben durch die Sünde, dann musst du
einschreiten? Bist du dazu berufen? Nur dann, nicht, wenn es mir gefällt, wenn mich einer ärgert, sondern wenn du siehst, er oder sie verschwendet das, was Gott gegeben hat. Und wenn du das so machst, in dieser Art und Weise, also wenn du siehst, er oder sie trennt sich selber bewusst von dem Leben, das Gott ihm, ihr schenkt, dann darfst du und musst du einschreiten. Aber wenn du das tust, bist du wie der Prophet Ezechiel. Du tust es nicht für dich. Das ist immer die Gefahr, dass man vielleicht, wenn es die Gelegenheit dazu gibt, wenn sie sich bietet, es einem zeigt, na, wo sein Platz ist. Gott warnt davor in den heutigen Lesungen. Er sagt uns, wenn du jemanden ermahnst, wenn du ihn zurechtweist, dann stehst du in meinem Dienst. Dann bist du von Gott berufen. Das ist eine Berufung, ein Charisma, das Gott jedem von uns ab und zu schenkt. Dass du siehst, dass der andere sündigt, dass du den Mut fassen kannst, das zu sagen, was richtig ist, und versuchst, den wieder auf den Weg des Lebens zu bringen. Wenn du diese Sünde siehst, jemanden zurechtweist, erinnere dich immer daran. Das tue ich nicht für mich, sondern Gott beruft mich dazu, das ist das Erste, und ich mache es für meinen Bruder oder für meine Schwester. Das ist ganz wichtig, sich daran zu erinnern. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, manchmal, ja, ziemlich oft wird man dazu verführt, da einiges noch von den eigenen Animositäten und Verletzungen hineinzutragen. Das ist nicht der Ort dafür. Weil wenn man vielleicht etwas da in diese Zurechtweisung reinlegt, was nicht dahin gehört, wirst du deinen Bruder nie dazu bewegen können, dass er sich bekehrt, dass er wieder die Augen öffnet, das Leben vor seine Augen stellt und es will, also dieses Leben. Nur wenn du in diesem Bewusstsein bist, ich werde von Gott berufen und ich mache es für meinen Bruder, meine Schwester, darfst du das überhaupt machen? Es gibt in der Kirche Menschen, die sich, wie schon gesagt, berufen fühlen, anderen den Weg zu weisen. Berufen sind die Bischöfe und das war's. Wir haben die Fülle. Wir alle, wir sind nur Brüder und Schwestern und sollen so auch miteinander umgehen. Das sagt Jesus heute. Weil niemand will, dass aus der eigenen Familie Leute untergehen. Das will ja niemand. Und Jesus sagt seinen Jüngern, ihr seid alle wie eine Familie. Was auch zwischen euch geschieht, macht es. Und am Ende diese Weisung, also zuerst muss man in zwei Augen zurechtweisen, dann mit einem oder zwei Zeugen, das ist eine jüdische Tradition, und dann sagt Jesus, hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde, also der Kirche. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Und ich habe das auch so gelernt im Studium, dass es bedeutet, wenn er nicht umkehren will, ist er aus der Gemeinde ausgeschlossen. Aber das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Er sagt ganz konkret, er sei für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Aber wenn du die Evangelien aufschlägst und schaust, wie Jesus mit den Zöllnern und mit dem Heiden umgegangen ist, ja, da kann man sich schon fragen, ob es hier ein Ausschluss aus der Gemeinde ist.
Dieser Mensch, wenn er nicht einmal auf die Kirche, auf die Gemeinschaft der Glaubenden nicht hören will, der schließt sich selber aus. Der will mit dieser Gemeinschaft irgendwann nichts mehr zu tun haben. Und dann soll er für uns wie ein Heide oder ein Zöllner sein. Was hat Jesus mit den Zöllnern und Heiden gemacht? Er ist zu ihnen gegangen. Einer von denen hat dieses Evangelium geschrieben, Matthäus. Zu den Heiden ist er auch gegangen. Immer wieder. Er musste es zuerst verstehen, dass er auch zu den Heiden gesandt ist. Aber als er es verstanden hat, er ist nicht nur für sich und für sein Volk am Kreuz gestorben, sondern für alle Menschen, auch für die Heiden. Und was bedeutet jetzt das im Hinblick auf diesen Prozess der Zurechtweisung, der Ermahnung in der Gemeinschaft der Glaubenden? Erstens, du bist als Bruder, als Schwester unter die Getauften gesandt. Und das ist auch deine Aufgabe, diese Brüder und Schwestern zum Leben hinzuführen. Das ist nicht die einzige Aufgabe des Pfarrers. Das ist auch deine Aufgabe. Also wenn du siehst, du hast was zu tun, mache es. Mache es mit Liebe, wie es die Propheten gemacht haben. Also du bist von Gott dann eingesetzt und für deinen Bruder und für deine Schwester. Und wenn es nicht gelingt, wenn alles scheitert, wenn dein ganzes Bemühen diesen Bruder, diese Schwester nicht zur Umkehr bewegen kann, wenn nicht einmal die Stimme der Gemeinschaft, die Stimme der Kirche ihn oder sie dazu bewegen kann, umzukehren, dann versuche es noch einmal. Das ist die Bedeutung dieses Zusatzes, er sei für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Jesus wurde einmal gefragt, wie oft soll ich vergeben? 7-mal. Und das ist schon viel. Und Jesus sagt, nein, 77-mal. Und das heißt immer wieder. Du sollst damit nicht aufhören. Und in der Gemeinschaft der Kirche, was auch geschieht, es betrifft nur die Getauften eigentlich, musst du versuchen, immer wieder zu vergeben. Du musst versuchen, immer wieder Versöhnung zu stiften. Auch wenn die Kirche jemanden aus der Gemeinschaft ausschließt, so eine sogenannte Exkommunikation macht, das ist keine Strafe. Das ist nur die Ermahnung. Das ist der letzte Schritt, wo die Gemeinde sagt, kehre um und du bist willkommen. Das ist kein Ausschluss aus der Gemeinschaft. Nur vielleicht mit einem erhobenen Finger aufgezeigt, wo man fehlt, wo es im eigenen Leben vielleicht was falsch läuft und wie der Weg zurück in die volle Gemeinschaft aussieht. Ich lade euch dazu ein, das mit den Augen Jesu zu sehen, wie man mit anderen Menschen umgeht, wie man sie zurechtweist, weil sehr oft fehlen wir in dieser Hinsicht. Heutzutage sagt man nicht normalerweise dem Menschen der Kirche, also du sündigst und mach das, du dein Leben in Ordnung kriegst. Das machen wir nicht, aber das ist auch unsere Aufgabe. Aber wenn, dann pass auf, wie du das machst. Weil das ist nicht so belanglos. Wenn man es anders macht, als Jesus uns gezeigt hat, dann führt es nur zu Verletzungen. Nur zu Verletzungen, zum nichts anderem. Und keiner wird umkehren. Dann muss derselbe, der ermahnt hat, auch sich fragen, ob es das Richtige war, was er gemacht hat, wenn man sich an die Weisung Jesu nicht hält.